Die Waschmaschine geht kaputt, das Auto springt nicht mehr an und der Laptop gibt den Geist auf. Unvorhergesehene Ausgaben sind lästig, gehören aber leider dazu. Natürlich will man dann weder die eigene Altersvorsorge antasten, noch etwas von seinem Hab und Gut verkaufen. Hilfreich ist es dann, etwas auf der hohen Kante zu haben, das genau für solche Fälle gedacht ist. Aber wie hoch sollte so ein Notgroschen überhaupt sein? Grundsätzlich sollten finanzielle Rücklagen für Notfälle etwa 3 bis 6 Monatsgehälter betragen. Allerdings hängt die Höhe von deinen monatlichen Ausgaben ab. Unabhängig von deiner Investmentstrategie sollte der Notgroschen den Grundstein deiner finanziellen Vorsorge darstellen. Während du an fest angelegtes Geld in der Regel nicht ohne Verluste rankommst und sich der Verkauf von Aktien nur bei einem guten Aktienkurs lohnt, sollte dein Notgroschen schnell und unkompliziert verfügbar sein. Deine finanzielle Rücklage parkst du am besten auf einem Tagesgeldkonto, da du mit dem Geld hier nicht täglich arbeitest, es aber trotzdem schnell zur Verfügung steht.